Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig-Tutorial. In dieser Folge geht es um das Delay 1, ein Echo-Device und wie man das benutzt, das zeige ich euch jetzt. Legen wir doch einfach mal los. So, das ist das gute Delay 1-Device und ich habe da einfach nur so einen kleinen Clip hier eingespielt, ganz kurz. So klingt das hier nach Sound, den man da am Start hat. Aber gehen wir einfach mal über das Delay 1 rüber. Hier ist wieder der Ein-Ausschalt-Knopf, dann gibt es hier die Presets, da gibt es eine Menge schöne Presets mit dabei. Lohnt sich da mal reinzugucken. Dann natürlich den Namen, den ich hier oben im Inspector auch nochmal ändern kann. Die Fernsteuerung, die Remote Controls, die Modulatoren, die ich hier hinzufügen kann. Und dann geht es auch schon los mit dem Delay. Und zwar als Standard Preset oder Standard Einstellung ist hier quasi 16 eingetragen. Das heißt, ich kann hier einstellen, auf welchem 16 das Echo folgen soll. Hier ist es auf dem dritten 16, das heißt, wenn ich das jetzt abspiele, höre ich ab dem dritten 16 ein Echo. Wenn ich das auf das erste umschalte und so weiter. Ihr könnt euch das ja vorstellen. Ne? Und hier unten habe ich dann noch eine Feinjustierung, womit ich dieses 16 Delay entweder ein bisschen mehr nach hinten zeitversetzt machen kann oder ein bisschen mehr zeitversetzt nach vorne schieben kann. Ich spiele es jetzt gerade mal auf dem Drittel, weil das hat so eine schöne Zeitversetzung. So, wenn ich das jetzt mal nach vorne verschiebe, dann nehme ich das mal so in den mittleren Bereich, wieder als Standard oder nach hinten, ein bisschen verschleppt. Kann man schön einstellen. Das Schöne hier an diesem 16 Delay oder an diesem 16 Raster ist, dass das zusammen mit dem Songtempo synchronisiert ist. Und das Ganze kann ich auch umgehen, wenn ich keine Synchronisation haben möchte, kann ich einfach hingehen und sagen, ich schalte hier, wenn ich hier draufklicke, schalte ich hier auf Sekunden oder eben Millisekunden um. Und zwar geht das von 10 Millisekunden bis 5 Sekunden. Und wenn ich das auf 10 Millisekunden einstelle, also kann man auch ein bisschen schön den Haarseffekt von 10 bis 30, 40 Millisekunden, bis man es dann als zwei Signale wieder erkennt. So. Schalt mal wieder um auf 16. So, unter dem Ganzen habe ich einen High-Pass-Filter und einen Low-Pass-Filter oder einen Low-Cut und einen High-Cut-Filter. Diese beiden haben was damit zu tun, wenn das Echo hier durchläuft, dass das Echo-Signal einfach mit einem Filter beschnitten wird. So, wenn ich jetzt zum Beispiel mal den ganz hoch drehe, hört ihr das gleich, ne? Kommen noch hohe Frequenzen durch und dasselbe passiert, wenn ich die hohen rausschneide. Also kann ich mein Echo, mein Delay nochmal schön zurechtschneiden in die richtigen Frequenzen, die ich gerne haben will. Und die Anzahl der Wiederholungen steuere ich dann über das nächste Device, über das Feedback-Device. Das heißt, habe ich das Feedback-Device ganz runtergedreht, ganz nach links. Höre ich nur ein Feedback. Das heißt, das Delay, der Sound geht rein, wird hier, wie er konfiguriert ist, wenn ich jetzt hier auch wieder die tiefen Frequenzen rausnehme, einmal wiederholt und dann ist fertig. So. Wenn ich jetzt aber den Feedback-Regler aufdrehe, dann wird
das Signal, natürlich Feedback, wieder da rein geleitet. Hört man dann ein bisschen leiser. Ich mache mal die Tieffrequenzen weg, damit man den Unterschied des Sounds hört. Und so ein Feedback kann ganz schön lange dauern. So, darunter gibt es den Mixregler, wo ich einfach sagen kann, okay, wenn ich ganz nach links drehe, also der Dry-Wet-Schalter, ganz nach links drehe, habe ich nur das Originalsignal. Da macht das Delay quasi dann nichts mehr. Wenn ich es auf 50% stelle, dann habe ich 50% Originalsignal und 50% Effektsignal. Stelle ich es ganz auf, was habe ich hier, 99? Ne, 100. Dann habe ich nur noch das Effektsignal. Das bedeutet natürlich, dass das Originalsignal hier nicht mehr durchkommt und erst ab dem Effektsignal zu hören ist. Das heißt, das, was ich jetzt höre, ist nur das Effektsignal. Ich drehe das mal langsam hoch, dann merkt man so, wie das langsam rüberschiebt. So, jetzt war das leise Signal, was man zuerst hört, das Originalsignal, und das lautere war halt das Effektsignal. So, und den Container habe ich natürlich nicht vergessen, den wollte ich mir nur bis zum Schluss aufbewahren, und zwar der Feedback FX, also Effekte-Container. Und zwar kann ich in diesem Effekte-Container einfach, wenn hier so ein Signal reinkommt, bevor das hier wieder zurück in das Echo-Delay geschoben wird, hier mit dem Feedback-Regler, kann ich das hier mit Effekten bearbeiten. Ich kann zum Beispiel ein Pitch-Shift da rein tun. Und jetzt, wenn ich das Feedback mal ein bisschen aufdrehe und hier natürlich auch ein bisschen Gas gebe und das jetzt abspiele. Kann ich wunderbar Chaos erzeugen, wenn ich dann noch so ein Rotary, also so ein Leslie Rotary von diesen Leslie Boxen, die sich früher auf den Hammond Orgeln so gedreht haben, einschalte, dann passiert Folgendes. Klingt doch gut, oder? Das Ganze kann ich natürlich auch noch runter zu machen. Aber hoch klingt irgendwie besser, glaube ich. So, das ist auch schon das komplette Delay 1. Das heißt, ich nehme ein Signal, das kommt einfach straight da rein. Ich trenne da nicht zwischen rechts und links, sondern packe das da rein und kann natürlich im Effekte-Ordner dann, im Effekte-Container, kann ich natürlich dann irgendwelche Effekte reinmachen, damit das auch in die Stereo-Breite rausgeht. So, und jetzt habe ich in einem anderen Tutorial schon mal gezeigt, dass man mit dem Delay 1 ja wunderbar rhythmische Geschichten machen kann. Und zwar habe ich jetzt einfach mal so einen Beat hier drin. Und wenn ich den mal spielen lasse, ich weiß nicht, ob der mega laut jetzt gerade ist. So ist besser. Und ich habe das Delay 1 jetzt in der Standard Konfiguration da geladen, groß gar nichts gemacht, nicht am Feedback, ich habe einfach nur den Mixregler hier untergedreht. Und wenn ich den jetzt so rhythmisch ab und zu mal wieder reindrehe, dann kann man so ein paar Variationen vom Beat machen. Und das Ganze muss ich nicht nur händisch machen. Ich kann jetzt natürlich auch hingehen und kann zum Beispiel sagen, ich nehme mir jetzt so einen Modulator. Ich habe jetzt so einen Classic LFO genommen, der mir jetzt einfach hier, ich mache mir hier den Inspektor zu, dann sieht man das Ganze, der mir jetzt einfach hier den Mix hoch und runter dreht. Und dann kann ich das schön in Vierteln, habe ich hier eingestellt, dreht der mir das Ding hoch und der macht dann automatisch so einen schönen, eine schöne Variation rein.
Gleiche habe ich dann nochmal mit einer Sägezahn gemacht. Gehen wir zurück auf das Rechteck. Und bei dem Sägezahn habe ich dann, bei dem Sägezahn Feedback habe ich dann noch. Bei dem Sägezahn-Feedback muss ich vielleicht so erklären, habe ich den Mix-Schalter hier moduliert und mit dem gleichen LFO oder mit einem gleichen LFO habe ich dann noch das Feedback auf etwas mehr eingestellt und dann gibt es halt einfach den Unterschied zwischen den beiden. Also wenn ihr mal so ein Beat habt und jetzt nicht keine Lust habt, zu faul seid, da den Beat zu zerschnipseln und selber einen Beat zu bauen, könnt ihr da einfach einen Delay nehmen, ein paar rhythmische Geschichten, am besten mit einem Modulator, der zeichnet Automationen ein, um den Beat so hinzukriegen, wie ihr den haben wollt. Dann bounced ihr den einfach neu mit dem entsprechenden Effekt und dann habt ihr schon die Variation, müsst gar nicht schnippeln. So als kleiner weiterer Beat-Hack hier, den ich schon mal in einem anderen Video ganz kurz angedeutet und erklärt habe. Ja, das war's vom Delay 1 erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt so ein bisschen mehr Lust auf das Delay 1 gekriegt, auch wenn das nach ein bisschen wenig aussieht. Es kann trotzdem eine ganze Menge. Und auch gerade durch diesen Effektcontainer. Und ich würde mich freuen, wenn ihr darunter kommentiert, was ihr gerne damit macht, ob ihr irgendwas Besonderes damit macht oder benutzt ihr das halt einfach so, weil Delay klingt gut, nehmen wir halt mal das erste und dann ist in Ordnung und reicht auch. Oder ob ihr noch andere Ideen dazu habt. Und wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, lasst einen Daumen da, nehmt eure eigenen wieder mit, lasst ein Abo da, kommentiert, erzählt weiter, seid Teil der Community, teilt eure Dinge, die ihr tut, schreibt es unter das Video, packt die Links darunter. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.